So, da wären wir wieder. Das Sinnvollste wäre jetzt wohl wirklich in die Stadt zurückzulaufen. Aber dazu habe ich nicht so wirklich Lust. Oh, Kampf. Nee, wir werden in die Seite geschossen. Das ist nicht nett. Stimmt überhaupt? Wir haben ja Tag- und Nachtwechsel gehabt. Das heißt, wir haben auch neue Gegner auf der Karte, richtig? Habe ich jetzt gar nicht so wirklich drauf geachtet. Müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir jetzt die Jungs hier umbringen. Und du bist im Nahkampf? Sicher? Mit dem Bogen? Okay. Terek, zeig dir mal, was ein Nahkampf ist. So. Du pustest bitte den Kämpfer weg. Oh, das ist so praktisch. Ja, du pustest den Kämpfer weg und du pustest ihn hier weg. Feuerball. Warum haut die alle auf Dalana? Du. Spottest den bitte. Du haust den. Du haust den auch. Du trinkst den letzten Heiltrank. Ne, du machst diesen Zauber. Damit du keinen Schaden bekommst. So. Tirik haut. Ne, du haust den Briganten. Kaputt. Ach, das ist ein normaler Mischer. Das ist gar kein besonderer. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass er mit der Rüstung hier so ein Elite-Typ war. Weil das die anderen bisher immer waren. Na gut, dann können wir dich einfach niederprügeln. So. 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 Oh. Oh, nicht töten. Nicht. Das sind ganz schön viele. Und warum siehst du anders aus? Oh. Ja, darauf muss ich achten. Ich muss gleich mal gucken, ob der hier anders heißt. Also, ob das auch ein Brigant ist oder ein anderer. Weil wenn der auch Brigant heißt, dann bedeutet das, dass die Charaktere unterschiedlich aussehen. Und das ist schon mal ein dickes Plus. Vor allem jetzt in der Early Access, wo normalerweise auch sowas nicht ganz so viel Wert gelegen wird. Du, hau. So. Du trinkst jetzt echt den letzten Heiltrank. Du haust drauf. Und da ist der Besondere, links. Ich will mich links drehen. Ah, schade, ist eine Elite. Also ja. Dann sehen wohl alle Briganten so aus und die Elite sehen so aus. Schade, schade. Oh, töten. Kaputt, kaputt. Kaputt, kaputt. Oh. So, GG. Also ich denke, es wird nichts mit den Nagern. Obwohl, wir können gleich einfach schlafen und dann nochmal probieren. Oh, wenn wir jetzt schon bei den Briganten den letzten Heiltrank verbrauchen müssten, dann ist es bei den Nagas bestimmt nicht einfacher. Au. Direkt spott mal bitte. Ah, und der hat Retaliation. Ah. Komisch, komisch. Übrigens auch sehr komisch, dass das Ganze jetzt wieder auf Englisch ist. Also die ersten Folgen waren ja auf Deutsch. Dann hat es irgendwann auf Englisch umgeschaltet, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe. Ich habe einfach übersetzt. Ich hatte jetzt aber vor dem Spielstart wieder auf Deutsch gestellt, nur kam da nichts. Das ist ein wenig komisch. Aber ja, ich denke, das wird irgendwas mit dem Patch zu tun haben, der zwischendurch auch wieder war. Ich denke mal, demnächst haben wir wieder die deutsche Version. Und bis dahin töten wir einfach nur. Passt das. Gott, Gott. Nicht gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Und eine magische Axt. Zwei Dark-Schaden. Oh. Was zur Hölle ist da? Oh. Hallo, einzelner Bandit. Oder auch nicht einzelner Bandit. Was zur Hölle ist da hinten? Das ist komisch. Warum verteilt er seine Schüsse? Warum ist K.O.? Da wird ein zweiter angezeigt. Aber wir sehen ihn nicht. Das ist ein normaler Militia mit einem Schwert. Und ich kann ihn noch nicht auswählen. Kommt, Trick und Dingens. Ihr müsst gleich vorstellen. Oh. Oder du läufst uns einfach entgegen. Ist auch okay. Warum ist Mürm wieder auswählbar?
Warum kann ich den da hinten im Nahkampf angreifen? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Oh. Warum ist wieder was los? Der verprügelt den Militär. Oh. So, kaputt. Kaputt. Komm schon, wir wollen die Stadt zurück. Wir müssen Mürren aufwecken. Und wir müssen Heiltränke kaufen. Genau die Heiltränke. So, und jetzt nicht wieder in irgendwas reinlaufen. Nein, 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 nein. Irgendwas. Oh, du. Ja, ping, piu, piu. Komm her. Das sieht so brutal aus. So, jetzt bist du nah dran. Direkt. Direkt Waffe ist zerbrochen. Nein. Aber wir hatten doch... wir können keine Waffen wechseln im Kampf. Also Rüstung verstehe ich. Waffen... Na gut, du. Derek haut mit bloßen Fäusten zu. So. Gott. Ich will nur nach Hause. Ich will in die Stadt. Und da sind neue rote Punkte. Ich glaube, damit dürfte jetzt geklärt sein, es gibt Respawn. Und zwar nicht zu knapp. Und das ist schön. Das heißt, ich kann grinden, wenn ich will. Kann man hier irgendwo rein? Nein. Ich würde aber gerne schlafen. Damit wenigstens die drei fit sind. Und wir jetzt vielleicht nach Hause können? Nee, wir sind mitten in die Malitentruppe gelaufen. Und wir haben vorher nicht direkt Schwert, Axtausbruch gewechselt. Das war gerade komisch. Ich habe meine Waffe ausgetauscht und das wurde zu ihm geswitcht. Aber gut. Du schießt. Du Zauber. Aha. Schießen, schießen, zaubern. Der ist gleich kaputt, aber das ist auch eine Menge. Aber ich glaube fast, dass ich die drei da hinten gar nicht gepult habe. Das wird natürlich sehr praktisch. Die Waffe ist zerbrochen. Was zur Hölle machst du mit den Waffen, Derek? So. Kaputt. Ja. So. Da gehen wir jetzt im Fernkampf. Da kann Derek wenigstens nicht kaputt machen. Sie hat gleich keine Mana mehr. Das ist okay. Das schaffen wir ohne Mana. Oh. Piu, piu, piu. So. Level up für alle. Ich steht auch im Weg. Nur mal schlafen. So. Trick. Spott ihn einfach, wenn du schon nichts anderes machen kannst. Du. Hau. Du. Brenn. Au. Spott. Hau. Brenn. Level up wird lang. Spott, hau, brenn. Irgendwie mag ich die Kombo. Oh, er kann nicht mehr spotten. Okay, hau, hau, brenn. Level up vorkommen. So, der Weg nach Hause muss jetzt aber frei sein. Sehr schön. Also wir werden uns mit ganz vielen Heiltränken eindecken. Und Mana-Tränken und Essen und überhaupt. Waffen reparieren müssen wir auch noch. Dann gucken, ob es vielleicht neue Waffen gibt und neue Rüstungen. Denn wir haben ja doch dezent viel Gold gesammelt bisher. Das heißt, da sollten wir zugreifen. Aber wir merken schon, dass die Kämpfe langsam, also nicht wirklich so viel schwerer werden, aber es werden halt mehr Kämpfe. Weil wir auf offenem Gelände sind und da steht irre viel rum. Ja, Mürrum ist feeble-minded. Was zur Hölle ist feeble-minded? Also verwirrt oder geistig schwach, aber... Service. Restoration. Nur ist wieder bei Bewusstsein. Okay. Raus. Du bist einfach nur schwach. Ja, das können wir ändern. Wir gehen einfach mal in die Taverne. So. Dann kaufen wir Proviant und gucken, ob wir direkt hier auch schlafen könnten. Buy Supplies.
Jo. Und Services Rest. Für 20 Gold. Sehr schön. Jetzt müssten wir eigentlich soweit gut sein, außer halt Tirik mit seiner Axt. Die Sache hier und überhaupt alles andere. Hier war doch irgendwo gleich ein Waffenschmied. Du, richtig? Richtig. Ja, aber genauso muss das sein. Nach einem erfolgreichen Plünderzug erstmal zurück in die Stadt, Heiltränke kaufen, Rüstung reparieren, Geld ausgeben. So macht das Spaß. Reparieren. Stöbern. Kaufen. Nichts Neues. Das ist schade. Und warum wurden die Sachen im Inventar nicht repariert? Fragen über Fragen. Repair Weapons. Achso, weil es keine Waffe war? Stopp, wo ist Inventar? Ne, ist auch keine Waffe. Ja, okay. Das ist sogar noch besser. Also ja, es ist für uns nicht wirklich praktisch, aber es macht Sinn, dass Waffenschmiede auch nur Waffen reparieren können. Und wir für Rüstung extrahieren müssen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie so trimmen, dass es wirklich für alle einfach zu spielen wäre. Und bin positiv überrascht, dass sie auch ein bisschen Anforderungen ranbringen. Also es ist nicht wirklich eine Anforderung, aber es ist einfach mehr Arbeit. Und heutzutage bei den Spielen ist es meistens so ausgelegt, dass der Spieler möglichst wenig tun muss, weil er ja sonst sich irgendwie, keine Ahnung, gedrängt fühlen könnte. Reparieren. So. Alles fertig. Stöbern. Kaufen. Sandalen kaufen wir mal für Talana. Lederhandschuhe kann, glaube ich, auch noch jemand tragen. Ornamental Bracer brauchen wir auch noch. Und die Dinger sind nicht wirklich viel besser als die normalen. Nö, okay, raus. Genau, was ich gerade sagen wollte, bevor ich mich selbst verwirrt habe. Normalerweise werden Spiele so gemacht, heutzutage, jedenfalls meistens, dass möglichst viele Leute damit zurechtkommen. Und es gibt ja doch viele ungeduldige Menschen und die fangen dann an zu meckern. Oh, ich muss zu zwei verschiedenen Händlern laufen, das ist so langweilig. Ich will viel lieber Pew Pew machen. Und dann wird das halt rausgepatcht und schon muss man nur noch zu einem Händler laufen. Deswegen finde ich es positiv, dass man hier zu zwei Händlern laufen muss. Allein deswegen, weil es vom Spieler ein wenig mehr fordert, nämlich Geduld. Das haben die wenigsten heutzutage. Und das sagt ein alter Mann. So. Ja, nicht wirklich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir sollten gar nicht rauslaufen, fällt mir gerade ein. Wir sollten vorher noch hier hinlaufen. Gefahr? Vom Schwein? Was zur Hölle ist los? Das könnte bestimmt eine Spinne sein, die in der Kiste hockt. Das ist nicht die Alchemistin. Zaubersprüche lernen. Talana. Weckt ein schlafendes Mitglied wieder auf. Wird gekauft. Deckt Fallen auf. Oh, sehr schön. Es gibt Fallen. Also nicht schön für unsere Helden, aber schön für uns, weil das Spiel dadurch komplizierter wird. Feuerball erst für Experten. Identifizieren. Experte von Primordial Magic Skill. Danger Sense. Man sieht Gegner auf der Minimap. Das sehen wir jetzt doch schon. Oh, und Torchlight. Das kaufe ich auch mal. Mal gucken, wie viel Licht das genau macht. Lichtschutz. Nochmal Licht. Und Nachtsicht. Oh, ganz viel neues Spielzeug. Zurück. Arcane Disciple. Nein, raus. So, hast du jetzt Bücher im Inventar? Nein, du kannst einfach mehr Zauber sprechen wahrscheinlich, Genau. Ich würde gerne mal Nachtsicht ausprobieren. Natürlich erst, wenn es Nacht ist. Und dann gucken, wie gut Nachtsicht ist. Ob das wirklich optisch eine großartige Veränderung ist. Also ein Blauschimmer oder Rot oder was weiß ich. Und wenn das nicht so gut ist, dann muss ich erstmal rausfinden, wie man Zaubersprüche wieder abbricht. Aber das müssen wir einfach hier wegklicken können. Und dann probiere ich das Fackellicht aus und das Heilige Licht. So,
Aber bevor wir das alles machen, muss ich erstmal wieder mich dran erinnern, wo die Alchemistin war. War das hier? Nein. Wo hat man Bogenexperte? Nee, kann sie noch nicht. Aber wir hatten gerade ein Level-Up. Das hast du aber nicht bekommen, richtig? Richtig. Weil sie gestorben ist. Also ohnmächtig war. Aber gut. Trick. Might. Perception. Vitality. Might. Weil wir müssen ja eigentlich doch mehr Schaden machen, als einstecken können.